Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den The Body Shop, den großen an, hat den Namen, Box of Wishes and Wonders Ultimate Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender hat 139 Euro gekostet und soll einen doppelt so hohen Warenwert, nämlich 238 Euro haben. Ne? Und ja, ich finde den wunderschön, dieses Hochklappgedönsen hier mit diesem Pop-up und dann hast du da so eine Weihnachtsstory, ist wunderschön. Du hast Schubladen, du musst halt ein bisschen immer nach den Nummern suchen. Ne? Ja, ich bin gespannt, was drin ist, also lass uns reinschauen. Ich bin mal ganz frech, ne? Ich nehme mir mal die Schubladen raus und drehe mich dann halt nur für die oberste Etage immer wieder um. Vollkommen in Ordnung, finde ich. So, wir starten hier mit der Nummer 1 und die sind immer so, so große Boxen. Da kann so viel noch eingepackt werden. Das ist richtig gut für weiterbefüllen und so, ne? Ich mag das ja mit der Nachhaltigkeit. So, das ist hier nochmal extra gesichert drin. Und da haben wir The Body Shop Shower Cream mit Avocado für trockene Haut. Ja, 250 Milliliter. Der Duft von diesem Avocado, von der Avocado-Reihe von The Body Shop, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, um das mal so zu sagen. Ich hatte den ja auch schon die anderen Jahre ausgepackt. Aber ich finde einfach, dass das auch wirklich eine pflegende Wirkung hat. Deswegen finde ich das ganz gut für die Weihnachtszeit oder für die Winterzeit vielmehr, weil man dort halt durch die Heizungsluft bzw. durch, ja, durch die generell trockene Luft, die einfach nun mal auch da ist, auch sehr trockene Haut hat. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Hier hinten drauf stehen dann auch immer so, nicht Sprüche, sondern halt Informationen, also nicht zu den Produkten, sondern halt einfach so weihnachtliche Informationen. Und lieben wir ja, ne? Wenn wir sowas sehen, das ist direkt so, dass man sich denkt, why? Aber gut, hier haben wir das Produktchen enthalten, The Body Shop Chamomile. Das ist diese Cleansing Butter mit 20 Millilitern. Ich mag die. Auch mit dabei ist natürlich die Nummer 3. Hier haben wir ein großes Produkt drin und zwar ein Edelweiß Liquid Peel. Interessant. Enriched with Lientopodic Acid. Aha. 100 Milliliter sind hier drin enthalten, also quasi ein Edelweiß-Peeling, sehr wahrscheinlich fürs Gesicht, also quasi ein chemisches Peeling, wenn ich das richtig sehe. Cool. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ein veganes Produkt. Forever Against Animal Testing. Das ist auch immer ganz süß, ne? Also ganz cool geschrieben hier drauf. Ja, wird ausprobiert. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Sehr, sehr leicht, was hier drin ist. Und auch hier, ah Mann, ja, ne? Schon Platzverschwendung und so, aber für mich persönlich ist es cool, weil ich dadurch den Adventskalender halt mit großen Produkten neu befüllen kann. Hier habe ich meinen ersten Handbalm drin in diesem Adventskalender mit Mango für trockene Haut, 96 Stunden neu im Moisturizing. Interessant, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, Mango kann man machen, ne? Ist halt auch eine sehr frische Geschichte, das passt schon. Weiter geht es mit dem Tag vor Nikolaus, The Body Shop, englische Firma. Da dürfte eigentlich dann in der 5 jetzt das Klopperprodukt drin sein. Oder? Man weiß es nicht. Boost Exfoliating Hand Wash. Exfoliating Hand Wash mit Mandarin und Bergamotte. 250 Milliliter. Peelt man damit dann die Hände? Das ist aber interessant, oder? Ich meine, so eine Handseife ist nicht verkehrt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer. Take 20 seconds to yourself and tap into that positive energy. You've got this. Also 20 Sekunden sollst du dir nehmen dafür. Aha. Handwaschpeeling, falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort ausspülen. Bei Hautirritationen bitte weniger häufig verwenden. Ja, eine Seife können wir auch ganz gut gebrauchen. Ne? Ist jetzt nicht so ein mega krass geiles Produkt, wo man irgendwie so hurray, ne? Aber gut, jetzt gucken wir uns mal Nikolaus an. Oh, ich glaube, hier haben wir aber ein größeres Produkt drin, oder? Es ist schwer. Ja, es ist ein Shampoo, Moringa for Dull Hair Shine and Protection, 250 Milliliter. Ja, ich würde auch in diesem Adventskalender bei 139 Tacken erwarten, dass wir hier auch überwiegend Full Size drin haben. Weiß ich jetzt nicht, wie das riecht. Ui, das riecht angenehm. Das riecht wirklich einfach nach frisch gewaschen. Das mag ich gerne leiden. Ich weiß gar nicht, Moringa, ist das eine Blume? Stimmt, ne? Oder ist das eine Traube? Irgendwie so, weiß ich nicht. Riecht auf jeden Fall angenehm. Wird ausprobiert.
Sehr klein, aber hoffentlich fein ist die Nummer 7. Oh ja, die müssen auch hier immer drin sein, da freut man sich ja. Born Lippy 10ml Strawberry, also die hast du halt immer in diesen The Body Shop Adventskalendern drin. Ich bin ehrlich, ich gebe die immer weiter. Ich habe mich jetzt letztens beim ASOS Adventskalender, darf ich nicht sagen, ne? Naja, also ich sage halt nicht das Produkt an sich. Ich habe mich auf jeden Fall drüber gefreut, weil da halt ein Pöttchen drin war, was mich in meine Jugend erinnert hat. Und das habe ich behalten, aber sowas ist jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, komm, das ist so genial, das behalte ich jetzt, ne? Weil du gehst halt immer mit dem Finger rein und so und das nervt mich halt und ja, finde ich nicht so genial. Okay, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist riesig, aber die fühlt sich an, als wäre nichts drin. Ein Beutel ist hier mit bei. Nee, es ist ein Duschpuschel. Hooray! Ja, es ist irgendwie so ein ökologischer Duschpuschel, Puffel, der jetzt nicht irgendwie so plastikmäßig ist, ne? Das hat was von diesem, wisst ihr, so Seifensäckchenmäßig und sieht man das? Ich sehe das. Hier ist überall Staub. Also ich fussel davon halt, ne? Ja, feiere ich jetzt nicht so hart, ne? Aber der ist halt auch irgendwie immer mit drin. So, schauen wir mal, worüber dürfen wir uns jetzt in der Nummer 9 freuen? Ein sehr schweres Produkt. Moringa, da haben wir den Conditioner passend zu dem Shampoo. Finde ich gut, dass es auch relativ kurz aufeinander folgend ist. Muss ich wirklich sagen, weil man sowas am besten ja auch zusammen verwendet. Ja, Entschuldigung, mein Hintern ist eingeschlafen. Finde ich gut, dass wir beides hier halt mit drin haben. Da hat jemand nachgedacht, ne? Ebenfalls schwer wird es jetzt mit der Nummer 10 weitergehen. Und die öffnet sich hier unten schon von ganz alleine. Wer will denn hier raus? Oh ja, das haben wir auch jedes Jahr, glaube ich, mit drin, ne? The Body Shop Vitamin E Hydrating Toner. 250ml sind hier drin enthalten. Das machst du einfach mit einem wiederverwendbaren Wattepad oder mit einem Wattepad halt auf dein Gesicht. Und halt nach deiner normalen Reinigung, um der Gesichtshaut zu sagen, hey, komm klar, alles ist tutti frutti. Es kommt gleich ein bisschen Pflege. Erschreck dich nicht über die ganz vielen tollen Wirkstoffe und Inhaltsstoffe, die gleich auf dich kommen werden und dich wunderschön machen werden. Dafür sind Toner halt da, die reden mit deinem Gesicht. Ja, so ist das. Und ich mag den sehr gerne. Das ist halt Vitamin E, Schönheitsvitamin, ne? Kann man gut gebrauchen. Auch die Nummer 11 fühlt sich sehr leicht an. Ah, komm. Ja, das musste auch sein. Darüber freue ich mich aber. Das ist eine Gesichtsmaske. Eine Quench Sheet Mask. Vitamin E. Das ist eine Tuchmaske. Ja. Hydrated, softer, smoother, also ne, einfach eine biologisch abbaubare Gesichtsmaske und das finde ich großartig, mag ich gerne leiden, kann ich volle Elle empfehlen. Die The Body Shop Gesichtsmasken gefallen mir persönlich sehr gut, das wird auch verwendet. Wir haben nun die Halbzeit, glaube ich, ne, haben wir hier, nee, Quatsch, noch nicht. Wir haben 25 Kläppchen, ich hatte es ganz vergessen. Es ist ja ein englischer Adventskalender, die haben ja 25 Tage bis Weihnachten, das finde ich großartig. Hier haben wir etwas drin, was leider weiter wandern wird. Mango Bath Blend, weil wir haben keine Badewanne, jedenfalls keine funktionstüchtige. 250ml sind hier drin enthalten. Das ist halt eine Full Size und sowas finde ich schön. Da kannst du einfach ein bisschen länger was von haben. Das ist halt auch nachhaltig, ne? Gut, jetzt hatten wir hier eine Einmalanwendung mit dabei, mit der Tuchmaske, ne? Aber ansonsten sollte man davon ausgehen, dass die Produkte, die in diesem Adventskalender für den Preis enthalten sind, auch wirklich Full Sizes sind. Also quasi nicht nur Full Sizes, sondern Mehrfachanwendungen sind. Weißt du, was ich meine? Ne? Genau. Dass man da länger was von hat. So. Jetzt sind wir nämlich bei der Halbzeit, bei der Nummer 13. Und die ist schön schwer. Und guck mal, wie groß die ist. Ne? Sowas feiere ich jedes Mal. Und hier haben wir einen Body-Joghurt drin. Den mag ich gerne. British Rose. So ein... Boah. 196 Gramm. Das ist, ja, wie gesagt, eine Originalgröße. Das riecht so angenehm rosig. Das hat eine ganz leichte Konsistenz. Also es ist halt keine Body-Butter, sondern ein Body-Joghurt. Ne? Das heißt, du kannst es auch 1A im Frühling oder im Sommer verwenden. Und mag den Duft. 200ml steht hier übrigens drauf. Also für manche dürfte der vielleicht ein bisschen zu stark parfümiert sein. Ich stehe halt volle Elle auf diesem Duft. Deswegen freue ich mich drüber. Jetzt sind wir schon bei der Nummer 14. Die ist sehr, sehr winzig, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier so eine Nagelfeile oder so ein Kram drin haben. Nee, hier haben wir was drin enthalten. Das finde ich super. Lip Care Stick Almond Milk. 4,2 Gramm. Mensch, endlich habe ich ein Lippenprodukt von The Body Shop mal in einem Adventskalender, was ich auch tatsächlich selber verwenden möchte. Denn es ist ein Lippenstift, Pflegestift. Ach, super. Riecht angenehm, kann ich gut gebrauchen. Im Winter habe ich grundsätzlich sehr trockene Lippen. Ja,
Auch die Nummer 15, also ist aber drin. Was ist das denn? Ich meine, gut, du kannst den Adventskalender jetzt nicht noch schwerer machen, ne? Der ist schon so schwer, dass ich ihn eigentlich gar nicht selber tragen sollte, weil ich darf ja nur 5 Kilo, ne? Aber, ja, ich glaube, der wiegt knapp über 6, stand auf dem Paket drauf. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so einen Cognac-Schwamm. Den kannst du auch fürs Gesicht verwenden. Ich glaube, ich hatte den auch aus dem letzten Jahr oder so für mein Gesicht verwendet und das hat mir erst ganz gut getan. Und dann habe ich gemerkt, dass das Ding halt echt so eine peelende Wirkung hat und das hat meine sehr sensible Haut nicht ganz so gut vertragen. Also der ist jetzt so in dem Zustand, wir kennen die ja mittlerweile, ne, sehr hart, aber wenn du den so ein bisschen unter Wasser hältst, dann wird der sehr weich und dann kannst du damit dein Gesicht oder eben deinen Körper abwaschen, brauchst du eigentlich nicht ein extra Zusatzprodukt für. Und diese Cognac-Schwämme kommen aus dem Cognac-Baum von der Wurzel. Und da werden dann diese Produkte mit hergestellt. Es ist für mich jetzt ein Füllprodukt in diesem Adventskalender, kann ich nicht anders jetzt sagen. Eine wirklich sehr kleine Nummer 16 erwartet uns, die so klein ist, dass dieser Text hier hinten richtig drauf gequetscht werden musste. Sowas finde ich immer ziemlich witzig. Dann schreibt doch nicht so viel, Leute. Was soll das denn? So, hier habe ich jetzt ein kleines Produktchen drin. Und zwar ist das 15 ml von der Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Ich meine, dass ich die auch schon mal hatte. Und dass ich die nicht vertragen habe. Ich glaube, die hat gebrannt. Wenn ich mich richtig erinnere, war das die nämlich. Die ist halt sehr klärend. Guten Tag. Und ich vertrage halt nicht alles an Masken auf meiner Haut. Ne? Da muss ich immer etwas vorsichtig sein. 5 bis 10 Minuten sollst du die auch nur drauf lassen. Und ja, an und für sich eine schöne Geschichte. Da hast du auch ein bisschen was von 15 Millilitern. Da kriegst du schon 3 Anwendungen mindestens raus, ne? Aber ich glaube, für mich nicht ganz so geeignet. Boah, die Nummer 17 ist riesig, Leute. Da freue ich mich. Das ist quasi eine Woche vor Heiligabend. Ist das nicht? Das ist schwer. Es ist ein Oschi. Sowas mag ich. So, und jetzt sei bitte sehr gut befüllt. Okay, ja, kam jetzt unten raus hier tatsächlich. hier haben wir 250 ml von einem Duschgel. Pink Grapefruit Zingy and Refreshing. Witzig. Okay, ja, ein Duschgel. Das sollte man auch mit 250 ml hier drin erwarten dürfen. Ist aber nicht mein Duft, leider. Nee, der ist halt zu zitrisch, ne? Also für Leute, die halt auf zitrische Düfte stehen, die auf diese etwas sauren Düfte stehen, ist das volle Elle was. Nee, also das riecht halt wirklich auch natürlich nach einer Pink Grapefruit. Als hättest du so eine saftige Grapefruit vor dir, die du nachher ausquetschen willst und als Grapefruit-Saft trinken willst. Aber für mich ist das, gerade im Winter, da mag ich lieber so schwere Vanilledüfte, so warme Sachen, ne? Ja. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Da haben wir schon wieder so was Mangomäßiges drin. Oh, das hier ist Glas auch, glaube ich, ne? Sugar Body Scrub, schön. Mango für trockene Haut. Rich and Smoothing Exfoliation. 50 ml sind hier drin enthalten. Das werde ich ausprobieren, ob das was für mich ist, ne? Weil manche, also ich mag das halt wirklich bei Body Peelings, dass es richtig schrubbert. Und im Gesicht brauche ich das ganz sanft und ganz vorsichtig und auf jeden Fall nur irgendwelche Säure- oder Enzympeelings, ne? Und halt keine mechanischen Peelings, aber auf dem Körper, da muss das richtig derbe sein. Da bin ich gespannt drauf. Ach, die Nummer 19 ist so riesig. Oh, ich stehe ja drauf, ne? Wenn da halt diese Boxen einfach schon so verheißungsvoll sind und wenn man sie dann rausnimmt, dass sie sich halt auch wirklich schwer anfühlen, bin ich direkt schon wieder glücklich. Hier haben wir eine riesige Tube drin. Da haben wir auch diese Body Lotion to Oil Avocado 72 Stunden Skin Softening Moisture. 200 ml, also ich muss mich definitiv jeden Abend eincremen mit meiner sehr trockenen Haut, ne? Da muss ich schauen, ob mir der Duft dann auch wirklich auf meiner Haut gefällt. Aber an und für sich finde ich das sehr, sehr angenehm. Das ist eine Body Lotion to Oil Geschichte. Das heißt, du hast erst so eine recht leichte Body-Lotion-Konsistenz, die sich dann auf der Haut in eine Art Öl verwandeln wird. Und sowas finde ich eigentlich recht angenehm in der Verarbeitung, weil wenn ich direkt ein Öl habe, das merke ich jetzt ja auch bei diesen ganzen Mami-Ölzen, Ölen, dass quasi ja, das so alles so glibberig und flüssig und so flitschig irgendwie ist, ne? Und da erhoffe ich mir von dem einfach, dass es nicht so ist. Mal gucken. Kontrastprogramm dazu, die Nummer 20 ist wieder so ein kleines Ding. Winzig klein. Da kriege ich also direkt Milcheinschuss hier. British Rose Fresh Plumping Mask. Die hatte ich schon mal. Die war mir zu wenig. 15 ml sind hier drin. Da hast du, glaube ich, auch so richtig, wenn ich mich richtig erinnere, ne, dass du da so richtige Rosenblattstückchen drin hast. Hat bei mir jetzt nicht so die Welt gemacht. Also da habe ich definitiv, vor allem von Dalton zum Beispiel, Masken, die einfach mehr machen.
die einfach besser auf meine Haut abgestimmt sind. Ne? Also das ist halt so eine erfrischende Geschichte, die man mal machen kann, aber ja, halt kein Schlüpperstürmer, wie Melli sagen würde. Ne? Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Wir sind im 20er-Bereich und hier habe ich die Nummer 21. Da erwartet uns unsere zweite Handcreme. Es kann sein, dass wir vom 4. Dezember die Handcreme dann ja schon aufgebraucht haben. Sind ja nur 30 Milliliter. Theoretisch hat man die dann aufgebraucht, deswegen ist das okay. Hier habe ich jetzt die mit Mandelmilch drin, also mit Almond Milk. Furchtbar auf Englisch, oder? 30 Milliliter for dry sensitive skin. 96 Stunden hast du hier Feuchtigkeit und das finde ich auch schön. Also bei Händen brauche ich auch eigentlich nicht, dass ich da einen super krassen Duft oder sowas habe. Ne? Also das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Dann habe ich hier die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Die sich sehr leicht anfühlt. Ach, aber wir haben hier unsere zweite Tuchmaske drin. Sowas finde ich auch schön. Dann hast du einfach vor Weihnachten nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, dem Gesicht etwas mehr Strahlkraft zu geben und dir vielleicht auch einen gewissen Chill-Moment zu geben. Klar, wir hatten kurz vorher auch noch zwei weitere Masken drin gehabt. Also jetzt gerade so zum Ende hin hauen sie recht viele Masken raus. Das merken wir, ne? Edelweiß Serum Concentrate Sheet Mask. Ja, Smooth and Protect. Das hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was ich gerne verwenden werde. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Die wird auf jeden Fall in Anwendung kommen. Ich zeige euch das im Aufgebraucht-Video und da habe ich das jetzt ja so, dass ich dann extra so eine Art Kapitel nur für die aufgebrauchten Sachen aus Adventskalendern reinstellen werde, damit ich niemanden spoilere. Ich werde zwar nicht sagen, woher die Produkte, also aus welchem Adventskalender die kommen, aber gerade wenn da The Body Shop Produkte drin sind, ist klar, dass es dann aus dem The Body Shop Adventskalender kommt. Ne? Jetzt habe ich hier den 23. Dezember, den Tag vor Heiligabend, also in der Theorie wäre das das vorletzte Büchslein, aber wir haben ja noch zwei. Das ist so toll. Ich mag es einfach, diese englischsprachigen Adventskalender auszupacken. Hier habe ich The Body Shop Himalayan Charcoal Skin Clarifying Night Peel. Oha, oha. Da habe ich aber ein bisschen Angst vor. Combination to Oily Skin kann ich nämlich auch leider nicht verwenden. Ich habe keine Mischhaut, ich habe auch keine ölige Haut. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Es ist nicht das klassische Essence of Youth, was wir die letzten 100 Jahre gefühlt drin hatten. Es ist mal ein anderes Produkt, aber halt leider nicht für meine Haut geeignet. Das ist wirklich schade, denn das ist dann ein Peeling, was man über Nacht drauf lässt. Und das wäre für mich hochgradig ungeeignet. Mit meiner sensiblen, trockenen Haut würde es die Haut nur noch zu sehr viel mehr austrocknen. Und meine sensible Haut wird auch rebellieren. Also dementsprechend schade. Das wird aber weiter wandern. Dann habe ich in der mittleren Schublade noch Nummer 24 und 25. Wow, 24 ist voll schwer und groß. Haben wir hier so eine Full-Size Body Butter drin. Würde ich sehr feiern. Es sieht danach aus, Leute. Und das ist die Body Butter Shea for Very Dry Skin, 96 Stunden Feuchtigkeit. Den Duft finde ich jetzt nicht so hart genial, muss ich gestehen. Also es müffelt schon ein bisschen, aber das pflegt halt wie Bolle. Ja. Was mache ich bloß? Ich werde es verwenden. Ganz einfach, bin ich ehrlich. Ich habe das auch schon mal aufgebraucht gehabt. Das ist halt extrem pflegend. Du brauchst da irgendwie, mein Hintern ist eingeschlafen, es tut mir leid. Du brauchst da wirklich super, super wenig von. Seitdem ich halt wirklich auch im Winter so reichhaltige Pflegeprodukte für meine Beine verwende, habe ich nicht mehr dieses Problem mit diesen, ja, wie nennt man das? Reibeisenhaut an den Schienbeinen oder so. Ich hatte ganz, ganz schlimme Schienbeine eine ganze Zeit lang. Das war echt schlimm. Das hat wehgetan, das hat gejuckt, das hat gesuppt. Das war nicht schön, Leute, sage ich euch. Dann habe ich mit YouTube angefangen, habe mich mit Pflege beschäftigt und habe herausgefunden, dass es doch echt coole Produkte gibt, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ne? Unter anderem ist es halt diese Bodybutter. Deswegen stehe ich da hart drauf. Ich finde es gut. So, Trommelwirbel. Wir haben jetzt den 25. Dezember. Das ist ja für uns im Prinzip der erste Weihnachtsfeiertag. Und hier ist auch ein schweres Produkt drin. Ich bin wirklich gespannt, was drin ist. Happy Christmas, give a little wonder today and make the world a fairer place. Das finde ich so schön. Ja, verbreitet Herzenswärme, Leute. Es ist so wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, wo sich alle gefühlt die Köpfe einschlagen. Auch wir hier, Leute. Also was ich teilweise in Kommentaren und Nachrichten bekomme, wäre schön, etwas mehr Liebe zu verteilen. Und dementsprechend möchte ich das auch an euch weitergeben. Spread the love. Seid freundlich zu Leuten und die Freundlichkeit kommt meistens zurück. So, hier habe ich ein wow, das Glas, ne? The Body Shop Sleep Calming Pillow Mist. Oh, ich lieb's. Lavendel und Vetiva. Oh, ist das toll. 100 Milliliter und ich mag diese Kissensprays einfach hammermäßig gerne. Und immer mehr Marken bringen die auch immer wieder raus, ne? Ich stehe drauf. Also ein gelungenes
Kläppchen Nummer 25. Kommen wir nun zum Fazit von dem Schätzelein. 238 Tacken Warenwert soll das Schätzelein ja theoretisch haben, bei 139 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Kann ich mir schon vorstellen, denn wir haben hier sehr, sehr viele große Full-Size-Produkte. Manche kleinere Produkte sind auch mit drin enthalten, jetzt von den Masken, was ich persönlich aber nicht so schlimm finde. Denn wie ich bei dem Unboxing ja schon gesagt habe, ist da wirklich auch immer so die Frage, welche Haut hat man? Das ist natürlich bei den Klopperprodukten, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Night Peeling, ein bisschen schade, wenn man halt nicht dieses Hautprodukt verträgt. Auf der Homepage stehen die Produkte halt aufgelistet. Ne? Da kann man sich halt wirklich anschauen, was ist drin enthalten. Ist das was für mich? Bin ich bereit, diesen Preis dafür auszugeben? Oder schaut euch bei YouTube die Unboxings von den lieben Menschen an, die dort die Adventskalender für euch öffnen. Ne? Also ich persönlich feiere diesen Adventskalender. Ein Großteil der Produkte bleibt auch tatsächlich bei mir. Ich bin eigentlich ein Fan von dieser Strawberry-Reihe, die jetzt hier nur durch dieses schnöde Lippenprodukt vertreten worden ist. Aber ich habe hier ein paar Produkte mit drin enthalten, wo ich sage, da hätte ich jetzt so eigentlich echt nicht mit gerechnet. Ein paar Produkte, die halt so klar waren, dass sie mit drin sind, wie jetzt so ein Lippenvieh oder halt Shampoo-Spülung und hier auch dieses Vitamin E, das hast du immer irgendwie mit drin. Ne? Aber es sind schon schöne Produkte. Also ich mag den Mix tatsächlich. Also was ich mir hier angucke, da würde ich mich freuen, wenn ich im Advent den Adventskalender auspacke. Es ist halt wirklich ein reiner Pflege-Adventskalender, das darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt jemanden beschenken möchte, wo man weiß, dass die Person halt mehr so darauf abfährt, auch dekorative Kosmetik drin zu haben, ist das jetzt ein bisschen schade, weil da fehlt die dekorative Kosmetik. Aber The Body Shop steht hauptsächlich für Pflege. Dementsprechend sollte das den meisten klar sein. Das Design ist ein Traum. Du kannst es jedes Jahr weiterverwenden, wieder befüllen und so, und sowas finde ich immer ziemlich genial. Und ja, die Produkte sind halt sinnvoll. Das ein oder andere Füllprodukt, ja komm, ne? Kommen wir mit klar. Trotzdem erreichen wir einen guten Wert und ich finde den schön. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns grundsätzlich gerne austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!